Und deswegen werde ich jetzt einen nächsten Part anfangen. Indem ich das hier alles regeln will. Gott, das kann ja wohl echt nicht so schwer sein. Um Gottes Willen, wähle die versteckte Klinge aus. Ach komm! Scheiße, ja langsam geht mir die Zeit aus. Muss eine halbe Stunde arbeiten. Drecks, Scheiß, Arsch, Alter. Wirklich. Komm jetzt her und mach nicht so blöd langsam, du dummes Arschloch. Wieder nix. Ich sag jetzt gar nichts mehr, Alter. Wenn ich irgendwas sag, dann schrei ich jetzt nur noch rum, Mann. Hör auf! Jetzt kommt irgendein anderer. Und jetzt kommen beide. Hier könnt ihr es. Und zurück. Genau. Gut, ich meine dann halt so. Ja, dann auch egal. Wieso kommen jetzt drei? Okay. Das brauche ich vielleicht, um glaubhafter zu wirken. Ah. Ja, Herr General. Okay, braver, braver Typ. Nein! Nein! Oh Gott! Ey, ich bin verschwindlich, hey. Scheiße! Signal, wenn ihr bereit seid. Halt die Schnauze! In ein paar Jahren bin ich vielleicht bereit. Wird mich immer, wenn der die versteckte Klinge einfach nicht sieht. Die Juli mir. Arschloch. Okay, das ging. Das war vielleicht wirklich ein bisschen bescheuert von mir. Nein, nein, der hat. Ich hab wohl gehört. Ist das nicht der mit dem fauligen Bein? Das ist der.
Ah. Okay. Ah, jetzt bis der umgefallen ist. Okay, scheiße. Ich bin versteckt. Mir gar keine Sorgen machen. Okay, okay. Passt. Passt. Den kann ich jetzt irgendwie nicht gefangen. Okay. Befreien meine ich. Den kann ich jetzt irgendwie nicht gefangen. Okay. General ist tot. Aber muss ich mir gar keine Sorgen mehr machen. Muss ich bloß noch einen hinter einer Ecke töten und dann war's das. Dann habe ich's geschafft. Ist das optionale Ziel erledigt. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh nein. Okay. Und jetzt? Ja! Oh, Gefangenenbereiterefreiheit. Eine Portion von 3 Portionen. Die normalen Soldaten können mich nicht erkennen. Deswegen. Ah, muss ich nochmal auf den Hauptmann hier warten. Es kann nur gut sein, wenn er mich kurz entdeckt, mich sieht und dahin läuft, wo ich war. Oder ich mach gleich so. Ah? Und dann befreien wir die Zecke mal. Die indianischen Gefangenen hier. So, jetzt nur noch eine einzige Gefangeneneinheit. Dann wär's das. Hey, Leute! Verzeiht die Verspätung! Kater hat mich lange schuften lassen. Du Kind, Kater? Wer hat mir wohl diesen Posten verschafft? Wir sind wie Brüder, er und ich. Also, was sollen wir für Silas tun? Die Gefangenen aufmischen und sich von allem Klunker befreien? Das heißt, einige hätten echte Silber dabei. Nein, das sitzt nicht da hoch. Da kann mich doch keiner sehen, oder? Nein, da kann mich keiner sehen. Au! Bau, Chicke, Bau, Bau. Okay. Und los. Ah. Und. Oh, leck, ich hab's geschafft. Also. Huh. Und jetzt? Okay, gut. Oh Gott, erstmal zurücklehnen und genießen. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung. Schließt das Tor. Tötet jeden, der flüchten will. Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot. War das deutlich? Scheiße. Und was jetzt?
Drängt sie zurück! Schaden durch Schützenlinien vermeiden. Achso, jetzt muss ich A drücken, ja. War das wohl nicht geplant? Oh, einfach stehen bleiben, einfach nur stehen bleiben. Am besten in der greifbaren Nähe einer Wache noch. Quatsch. Ach so. Dass ihr dem Schild da nicht erschwärzt. Nimm mal mein Schwert, das ist besser. Bam, bam. Könnte Hilfe brauchen. Ich schuchte nicht. Okay. Ah, tot. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Oh. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. So. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. So. Das haben wir geschafft, aber zwar komplett, hey. Also. Und zack. Volle Synchronisation, so sieht's aus, Baby. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 2 beendet. Sehr gut, sehr gut. Gut, Leute, dann sehen wir uns aber... Moment. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen. Jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie finden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Hört sich irgendwie nach Ausnutzerei an. Ja. Abermals baut sich Boston auf. Im Winter. 1755. So, und damit sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao.